Hallo, heute wollen wir euch virtuelle Realitäten vorstellen. Oh, ich hab doch gesagt virtuell. Vom Metaverse habt ihr kürzlich möglicherweise schon gehört. Was sich hinter dem Begriff verbirgt, schauen wir uns heute genauer an. Auch wie es sich von VR, AR, MR und XR unterscheidet. Heute in den Netzgeschichten. Fangen wir direkt an mit VR. Die Abkürzung steht für Virtual Reality. Und mithilfe einer sogenannten VR-Brille können NutzerInnen abtauchen in eine künstliche Welt. Wird vor allem im Gaming genutzt. Bei AR, also Augmented Reality, geht es darum, unsere reale Umgebung durch digitale Einblendungen aufzuwerten. Zum Beispiel in Form einer Navigation. Und es gibt Apps, die zeigen, dass da noch ganz andere Dinge möglich sind. Damit lässt sich zum Beispiel das eigene Trainingsverhalten analysieren. Und die App gibt sogar Feedback. Oder noch ein bisschen massentauglicher, mithilfe von AR kann man auch ausprobieren, wie ein potenzielles neues Möbelstück so zu Hause aussehen würde. Könnte aber auch einfach ein Dino bei euch auf die Couch setzen. Hallo. Kuckuck. Die Kombination aus virtueller Welt per Brille und echter Welt nennt sich Mixed Reality oder auch MR. Auch hier mal ein handfestes Beispiel, Fernwartung. AußendiensttechnikerInnen können sich mithilfe einer AR-Brille und der passenden Software in Echtzeit Unterstützung aus der Ferne holen und dann zum Beispiel einen Schaltplan genau dahin projizieren, wo sie ihn brauchen. XR steht für Extended Reality und ist der Oberbegriff für alles, was wir gerade gesehen haben. So, und das nächste große Ding soll also Metaverse sein. Eine virtuelle Welt, in der wir uns alle als Avatare begegnen und dort zusammen spielen, Filme gucken, shoppen oder ins Museum gehen. Man könnte natürlich auch in ein richtiges Museum gehen. Und der Begriff Metaverse ist übrigens gar nicht so neu. Ist schon in den 1990er Jahren in der Literatur aufgetaucht. Und ihr so? Wollt ihr den Louvre lieber vom Sofa aus besuchen oder euch vor der echten Mona Lisa drängeln? Schreibt es gerne direkt unter das Video in die Kommentare und Kanal abonnieren nicht vergessen. Dann sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder in den Netzgeschichten.